Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir haben Johansen gefunden und er sieht super aus. Auf jeden Fall weiß er vielleicht, wie man den Sarg aufbekommt mit einem besonderen Schlüssel. Oh, der lebt ja noch. Wow, ich habe letzten Part noch gesagt, jetzt fliegt alles in die Luft und es ist wirklich so. Komm Johansen. Kommt der mit oder nicht? Komm jetzt! Los, komm, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, ob er mitkommt. Ich hoffe es einfach mal. Oh Gott, wir müssen jetzt in 40 Sekunden zum Boot oder was? Ne, der bleibt oben stehen. Soll er machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht. Wie weit war das Boot denn weg, bitte? Ich hoffe, der ist jetzt hinter mir, sonst haben wir ein Problem. Weil ohne Johansen. Na gut, ich meine, er weiß, dass man einen Schlüssel braucht, aber er weiß nicht, wo es den gibt. Das hilft uns ja nicht gerade weiter. Ich mache mal die Geschwindigkeit an, komm. Oh, ich merke gerade, das bringt gar nichts, weil die Zeit weiter in Echtzeit läuft. Das macht mich nur langsamer wahrscheinlich. Komm. 10. 9. Ja, geht. Geht doch. Oh Gott. Wow. Reicht das schon? Dass ich so ein bisschen auf dem Boot geplanscht bin? Oh, ja, scheinbar. Oder auch nicht. Weiß man gleich. Oh, wir haben es geschafft. Ach du Elend. Hä? Was ist hier los? Die Welt versinkt im Chaos oder was? Sie haben mit Johansen gesprochen und vom Sarkophagschlüssel erfahren. Berichten Sie dem Prinzen davon. Hier sieht es ja aus wie... Weiß ich nicht, Weltuntergang, hä? Ist es wirklich so weit? Gehenna bricht an? Ich glaube das irgendwie nicht. Was? Aristokraten füllt so wenig auf? Lecker Aristokratenblut. Okay, Chunk ist tot, hä? Ne, aber die anderen Wachleute. Keine Waffen erlaubt. Ja, ist klar. Hier liegen überall Leichen und ich darf nicht schießen, oder was? Globus hackt. 9 habe ich. 10 brauche ich für die Geschwindigkeit. Ach du Elend, Leute. Was ist hier los? Haben wir das ausgelöst? War das der Sarkophag? War es vielleicht... Waren es die östlichen? Ich weiß es nicht. Die Anarchisten. You can always count on the Sabbat. Oder der Sabbat. But they don't normally try to attract this much attention. This carelessness warrants observation. I hope it doesn't become pandemic. Der Sabbat? Was? Ich nehme an, ich sollte erstmal mit dem Prinzen reden. Bin gleich wieder da. Ululut. With whom do they think they're dealing? Attack me in my own building! They're desperate. They've shown their weakness. A last-ditch attempt to steal the prize. Wer war das? The Sabbat. A pack of shovelheads with cheap pistols was all they could muster. Two got a few stories up, but I took care of them. And my sheriff brought the rest their final death in the lobby. Sabbat animals. Ein Sabbatangriff? Warum? Why else? The motive of every kindred in the entire city these last few nights. The Onkaran sarcophagus. They've been misled into thinking the sarcophagus holds a sleeping ancient. Their most coveted feasts. Diablerists. Aha. Sie trinken Blut von anderen Vampiren? The Sabbat's infamy is in no small part due to their practice of diablerie. That is, drinking the blood of other kindred. Especially older ones. Until they are dead. Diablerists gain the power of those they've fed upon. And the Camarilla. This is an act punishable by death. For the moment, we've manipulated the press into reporting tonight's events as a terrorist attack. Their soldiers may be no danger to me, but their threat to the masquerade is abundant. As my best agent, I'm sure you can guess my course of action. Ja. Sie möchten, dass ich den Sabbat ausradiere. Das wäre mir ein Vergnügen. The Sabbat have made their haven at the Hallibrook Hotel. Right under our noses, here in downtown. Kill their leader. The rest will scamper out of the city. This is the last time they ever set foot in Los Angeles. Before you go,
Beckett told me you went to the Society of Leopold. Did you find out how my sarcophagus is opened? Ja. What? What did you find out? Die verschollene Kiste, die auf der Dane war, ist der Schlüssel zum Sarkophag. A key? Where? Do you have it? Nein, das ist alles, was ich weiß. Aber ich habe auch gute Nachrichten. Bach ist tot. Not only did you infiltrate the Society of Leopold, but you managed to kill their greatest hunter. You certainly are developing a legend for yourself. Superb. A toast to you. And to victory over the Sabbat. And to Bach. May all his progeny meet such fates. Ja, sehr schön, ne? Ich habe Ihnen einen Gefallen getan, dem ich Bach ausgelöscht habe. Meinen Sie nicht, dass Ihnen das etwas wert sein dürfte? Here. Pity you don't have his head. I would have sent it to the Inquisitor General. 300, wow. Ja, der Sabbat ist als nächstes dran. The Sabbat must be wiped out before dawn. Then, when you come back, we'll begin the hunt for the key. Okay. Easy, ne? Ich rede mal mit Beckett. You can always count on the Sabbat. Hat wir schon. Das Falsche aus den richtigen Gründen? Was heißt das? The Sabbat's goal is to stop Gehenna, which is very similar to my own, though they choose to do so through more violent, fanatic and flamboyant methods. The Camarilla, on the other hand, suspends belief entirely. Or so goes the party line. Mhm. Sie gehören nicht der Camarilla an? What I am is kindred. How others choose to categorize themselves concerns me only where local customs are concerned. Individualism is a path fraught with obstacles and sometimes angry mobs. But for all its hardships, it is the only one worth taking. Ja, du bist der Vampir-Hipster, wir haben's verstanden. Ja gut, ich habe Dr. Johansen getroffen. What did Johansen have to say? Er sagte, es gäbe einen Schlüssel zum Sarkophag. Nee, es sei das Grab Messarachs, eines assyrischen Königs. Assyrian origin. Glad to see I'm not losing my touch. As for Messarach, I'll have to research that name, see what I can find. Ja, und er sagte, es gäbe einen Schlüssel zum Sarkophag, aber er wisse nicht, wo er wäre. The lock and key. An invention as ancient as greed. I should have guessed. All we have to do is find a victor in this nonsense. They'll be the one with the key. Mhm. Und er sagte, die Eingrabungen an der Seite seien die einer Dämonin namens Lamastu. Lamastu? Lamastu, ja. She was a Lilith figure. They represent empowered women and the threat of such women to male-dominated society. Strange she would be engraved on a king's tomb. Ja, ich habe dem Prinzen das Wichtigste erzählt. Ich hätte noch eine Frage. Excellent. Haben Sie sonst noch was über die Dünnblütigen erfahren? How any sane kindred could think these poor unfortunate... Ja, ja, das hatten wir schon. Ja, dann war's das. Ich bereite den Sabbatangriff vor. Oh Mann, Leute, das wird jetzt echt langsam richtig, richtig ernst. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt doch so Holter die Polter... Ja, was heißt... Das ist Quatsch. Es stimmt nicht. Es ist nicht Holter die Polter. Es hat sich langsam angebahnt. Und jetzt platzt es halt eben heraus. Aber ich denke mal, damit ist es nicht getan. Werden wir am Ende vielleicht erfahren, was im Sarg drin ist? Ich dachte eben, da kommt was Böses. Ich dachte schon, dass auf den Straßen jetzt hier schon überall Sabbat-Leute rumrennen. Aber scheinbar ist alles gut. Ja. Hier ist alles noch normal. Außer, dass auf der Straße so ein paar Brocken liegen. Vor dem Ventru Tower. Super. My man. Da läuft alles geschmeidig, mein Freund. So, ich habe nicht mehr so viel Geld. Machst du mir ein Angebot? Ich kann mir nichts leisten bei dir, Mensch. Ja, ich brauche auf jeden Fall die Schrotmunition für meine Spaß. Die Franchi. Weil Franchi ist die beste. Pfeile habe ich jetzt kaum verschossen, von daher reicht das. Sniper geht auch noch. Ah, wir kaufen mal ein paar. Natürlich die NATO-Munition. Flammenwerfer habe ich voll. Magnum verkauft da gar nicht. Okay. Habe ich da irgendwas zum Verkaufen? Ne, die werde ich nicht verkaufen.
Ausweichen von 4. Warte mal. Ah, das passt doch. Das passt doch. Da haben wir's. Ja, ausweichen 5. Umsonst. Einfach mal dazu gekriegt. Verteidigen 11 habe ich schon. Also man kann es auch über den Maximum hinaus steigern. Den maximalen Wert. Ja. Der Prinz hat sie gebeten. Ja, gebeten vor allem. Den Sabbat-Anführer zu töten. Ihr Hauptquartier ist im ausgebrannten Hallowbrook Hotel in Downtown. Und ich weiß immer noch nicht, was dieses bescheuerte Magazin gibt. Was mir aber auch mittlerweile egal ist. Okay, kann ich da jetzt einfach so reinmarschieren und Stress anfangen, ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja? Ein Messerchen. Nö, da komme ich so nicht rein, scheinbar. Ah, aber vielleicht hier mit dem Fensterputzeraufzug. Ich glaube nicht, dass ich schon mal jemals hier hinten in der Ecke war. Zumindest jetzt nicht im Spiel durchlauf. Oha. Ich sehe keine Gegner. Das ist vielleicht nicht so toll. Ich würde gerne welche sehen. Ist ja ein bisschen dunkel, warte mal. Ja, jetzt so spät im Spiel, macht er heller, ne? Warte mal. Ein bisschen heller. Nicht so hell. Aber hier ist es echt sehr, sehr düster, Mensch. Sehr schummerig. Ganz schlechte Kontraste einfach. Sag mal, die sind doch irgendwo... Haben die sich hier verkrochen, Mensch. Ach, da geht's wieder raus. Na toll. Na, da geht's wohl einfach nur runter. Ich schätze mal, wenn ich die Stockwerke absuche, da werde ich sowieso nichts finden. Das wäre zu offensichtlich. Und auch ein bisschen perfide, ehrlich gesagt. Ich sehe halt schon überall sich was bewegen. Das ist echt gemein, wenn man drauf wartet. Jojo! Und auch noch ein Quicksave. Ist super. Da liegt was. Da hat was geleuchtet sogar. Ein Schwert. Oh Gott. Wow. Das war leicht. Was für eine Klinge war das? Talmahera-Klinge. Dieses Schwert wurde von Talmahera geschmiedet, einer verschollenen Sekte von Kainskindern, die sich der Sage nach in das Totenreich vorwagten. Es ist unnatürlich leicht und verursacht schwer heilbaren Schaden. Oh, warum nicht? Ich baller trotzdem lieber. Oh! Was soll das denn? Tauchen die einfach mal so auf hier, oder was? Oh, du siehst nicht gut aus, Mädchen. Oh! Die Arme. Und die Beine erst. Hä? Geht's ja auch nicht weiter. Ist ja gar nichts. Sag mal. Warte mal, das sieht mir doch stark nach einer Geheimtür aus. Ich habe bestimmt irgendwo was machen. Guck mal. Na gut, das ist hier genauso. Das ist so eine Bodenverzierung. Ach, das war von ihr die Klinge wahrscheinlich, ne? Sie war eine Jägerin, nehme ich an. Hä, das gibt's doch gar nicht. Geht's hier nicht weiter? Wahrscheinlich sind jetzt oben überall Gegner und dann geht's da irgendwo weiter. Pass mal auf. Jetzt habe ich sie aufgeschreckt. Die Penner hier. Oh, die Pennergesichter. Ich hab's gewusst. Von wo schießt ihr? Sache, es sind immer dieselben Sackgesichter hier von der... vom Sabbat. Da oben sehe ich noch einen. Oh, wie das wackelt. Ah,
Das ist so ein Wonneproppen sogar. So ein Dickerchen mit Klinge an der Hand. Okay. Warum wackelt das auf einmal so, Mensch? Weil ich Schusswaffen so hoch habe, oder wie? Nee. Oh. Ja, wo denn? Da oben, eben. Oh Gott. Ja, toll. Ah, ich treffe mit der Knarre nicht mehr. Was ist da los? Da habe ich ja ohne Zoom besser. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, tschüss. Ja. Die gefällt mir auf einmal nicht mehr so. Die Remington war doch vorher viel cooler. Warum ist die auf einmal so kacke, Mensch? Ja, das ist die immer noch, aber sie verzieht halt wie Sau auf einmal und sie wackelt. Oh. Wo bist du? Blöd, ich sehe es nicht. Da vorne. Oh, ein kleines Monster ist das sogar. Aha. Warum wackelt es hier denn die ganze Zeit so übel? Von wo schießt denn der Affe? Und trifft mich nicht. Ah, ich bin blöd. Irgendwie sehe ich es nicht. Ah, von da. Warum verzieht es denn auf einmal? Ah! Ja, hab dich. Nee, die Waffe macht mir nicht mehr so viel Spaß irgendwie. Die wackelt nur noch rum. Hat sie vorher nicht. Hat sie nicht getan. Hat er nicht gemacht. Na? Jetzt ist er tot. Oh. Ja, super. Guck mal, wenn ich nachlade, dann geht's perfekt. Dann wackelt dann nichts. Der wackelt null. Jetzt auch nicht mehr. Warum hat's eben so... Ich versteh's nicht. War ich irgendwie gestresst oder hatte ich einen Debuff oder... Muss ich mal aufs Klo? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, und da geht's wohl nur wieder raus. Da wollen wir nicht hin. Nö. Aha. Wobei ist der Chef? Der Chef ist noch nicht hier gewesen, ne? Der kommt wahrscheinlich jetzt erst. Weil was für ein riesiges Hotel ist das bitte? Ein Messer. Ja, ich glaube, der ist hier draußen, schätze ich jetzt einfach mal. Oder ich komme wieder auf die Straße und dann... Ist falsch. Wie du es machst, ist falsch. Oh, nee, doch nicht. Ha! Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich dachte, da steht einer.
Sabbat, Ersche. Aha. Das ist mir egal mit dem Inventar. So geht das. Pennergesichter. Ihr wollt Stress, ihr kriegt Stress. Jetzt hol ich meine Präzisionsflinte. Ja, tot durch Schuss in den Fuß. Noch einer. Ihr könnt alle gerne kommen, solange ich Munition hab, ne? Wer bist du denn? Ach du Scheiße, der hat keine Augen mehr. Hier, Pennergesichter. Was macht ihr mit den Leuten hier? Ist ja widerlich. Ihr seid widerlich. Komm. Komm raus. Zeig deinen Kopf. Wow, der arme Schweinehund. Dem muss ich doch irgendwie mal kurz helfen. Das ist fies. Das ist richtig fies. Was sind das für Geräusche? Oh. Na? Mit dem Messer. Meinst du nicht ernst, ne? Meinst du nicht ernst, Kumpel? Ihr alle meint das nicht ernst, was ihr da mit euren Pipi-Waffen macht. Da hat der Prinz schon recht. Die kommen hier mit ihren Pipi-Waffen an und meinen, sie können Krieg anzetteln. Und ich mach die alleine fertig mit meinem Arsenal. Oh Gott. Komm. Zeige Schädel. Ich habe leider keine Granaten für dich. Immer diese hässlichen Sabbat fressen. Oh Gott. Ja, danke. Aber wisst ihr was? Ich habe noch meinen Flammenwerfer. Warum nutze ich den nicht mal gegen diese Nahkampfschweine? Einmal anschießen und fertig. Das ist schön. Na, ich dachte, die Tür wird wieder eingetreten jetzt. Oh, Dickerchen. Na, wie brennt sich's? Oh, der ist auch direkt tot, Mann. Ist das gut? Ist das gut? Ich dachte, ich muss runter oder rauf? Schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal die Treppe an. Ich dachte, da kommt wieder was. Ach, nee, da geht's nur zurück. Ist da noch jemand nachgekommen von euch, hä?
Nee, alles gut. Hab da aufgegeben. Will mir auch keiner ins Kreuz springen oder so, ne? Nee, ist alles gut, ja. Ja. Am besten gleich aufgeben, wenn der Onkel mit dem Flammenwerfer kommt. Ich sag euch das. Whoop. Ja, sag ich doch. Hey. Willst du mich verarschen? Da ist eine Wand. Au. Ja. So fangen wir nicht an, Freunde. Also lebt er noch. Ja. Oh, keine Schuss mehr. Kacke. Die Armbrust ist auch nicht so geil auf die Entfernung irgendwie. Halt festgestellt. Eigentlich ist das Beste noch die... Oh, ja. Das Beste ist eigentlich noch die Dingens hier, ne? Die Steier. Die Steier-Aug. Habe ich gemerkt. Kann ich da nicht durchspringen? Nein. Ihr seid so doof, ne? Ihr kommt mit einem Messer. Sag mal, ihr rafft schon, ne? Ja. Ich hoffe, dass ihr das rafft. Sorry. Die haben ja extra hier so Typen hingestellt, die ich aussaugen kann. Ist voll nett. Eigentlich könnten sie mich ganz leicht in die Falle locken, würden die jetzt die Seuche in sich tragen. Haben sie aber nicht. Trotzdem wär's super einfach. Oh Gott. Hurrah. Noch einer. Jetzt ist mal gut hier, ne? Wie weit geht das denn noch, bitte? Oh! Hast du schön gemacht. Hast mich überrascht, ne? So, jetzt wird's mal Zeit, die Waffe wegzustecken. Die erste Tür, die hier aufgeht, und dann ist nichts hinter. Das ist sinnvoll. Oh, das arme Schwein. Ich brauche noch kurz was, um mich zu heilen. Sorry, Kumpel. Sorry. Nee, ich komme da nicht rüber. Ja. Vielleicht doch was? Nee. Da ist nichts. Ach, da ist wieder ein Loch. Oh, okay. Ja, mach die Tür kaputt. Du weißt, dass du es willst. Sag mal, das riecht so ein bisschen nach Boss gerade, ne? Da gönne ich mir doch nochmal einen Speicher. Und nehme vielleicht mal wieder die Knarre hier. Damit putze ich den wahrscheinlich innerhalb von Sekunden weg, falls einer kommt. Oh. Eine Frau. Mehrere Frauen. Drei? Drei Frauen? Was ist hier los? Ist das der Boss? Oder ist es die Leibgarde?
Ich bin natürlich so blöd und will erstmal mit denen reden, anstatt dass ich gleich auf sie ballern möchte. Ja. Mädels, also Scharfschützenduell in so einem abgewrackten Haus. Ich weiß, wer da gewinnt. Ihr nicht. Wow. Statt Hitbox. Statt Hitbox. Ja, die Armbrust ist deutlich mehr so geil, wie ich sie am Anfang mal fand. Sie schießt zwar schneller als das Scharfschützengewehr, aber macht bei weitem nicht so viel Schaden. Und die Jungs machen überhaupt keinen Schaden mehr bei mir. Luschen. Da liegt schon wieder so ein Sarg rum, habt ihr gesehen? Ist ja auch zum Üben, ja? Oh Gott. Nicht nett. Gut Leute, ich mache hier mal Schluss, ja? Für den Part reicht's. Danke fürs Zusehen und vielleicht kommen wir nächstes Mal endlich dazu, den Sabbat-Arsch zu töten. Bis dann mit Vampire Bloodlines.